Leute, herzlich willkommen zum ersten Zendikar-Gameplay. Ich kann mich kaum zurückhalten. Bevor wir loslegen, ich habe wieder ein paar Shoutouts für den Anfang. So viel Zeit muss sein. Wir haben nämlich den Samuel mit der höchsten Stufe auf YouTube. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch noch einige weitere Leute. Silberwolf, Patrick, TomTom, Falco und auf Patreon sind dann auch noch Steven und Tronige dazugekommen. Leute, vielen Dank an euch alle. Grüße gehen raus. Richtig, richtig cool. Ich habe hier schon ordentlich was für die neue Edition rausgehauen. Da habt ihr auf jeden Fall gut mitsupportet. Ich versuche auch hier gerade ein bisschen alles aufzuräumen. Bin mitten in der Renovierung. Also hat mir wirklich bei der aktuellen Lage richtig, richtig geholfen. Jetzt haben wir eine neue Edition. Hier einen neuen Anstrich. Sieht demnächst richtig, richtig nice aus. Und ja, wollen wir uns das Deck noch ganz kurz anschauen, dann zocken wir natürlich sofort los. Mono, Grün, Agro, der Decktyp an sich sollte ja mittlerweile mehr oder weniger bekannt sein. Wir haben allerdings hier in dem Deck sehr viele neue Karten, dachte ich mir, damit können wir auf jeden Fall eröffnen. Außerdem, Mono, Grün muss ich immer mit jeder neuen Edition einmal antesten. Mir gefällt das Deck halt super gut, aber wie gesagt, ich habe hier schon ordentlich Booster geöffnet, Decks vorbereitet. In den Twitch-Streams werden wir demnächst auch einige Limited-Matches machen. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Also wird auf jeden Fall einiges passieren. Hier jetzt noch kurz die neuen Karten. Schembler ist neu im Einmana-Bereich. Gefällt mir bisher auch ganz gut. Ist eine solide 1-1er-Kreatur. Ist nicht ganz mit eingebauter Protection, sondern immer, wenn bei uns eine Kreatur mit einer 1-1-Marke irgendwie angezielt wird, kriegen wir noch Insektenspielsteine. Schembler kann sich selber immer stärker machen. Fand ich einfach sehr solide. Ist halt eine neue Karte für den Einmana-Bereich. Es gibt nicht super viele Alternativen. Probieren wir heute auf jeden Fall mal aus. Die Serpent ist ja bekannt, genau wie hier Farron, Scavenging Ooze, alles Klassiker, richtig gute Karten. Dann hier der Reprint, die Lotus Cobra, zocken wir auf jeden Fall viermal in der Variante. Mana-Beschleunigung, kann halt auch selber mal für 2 Schaden angreifen oder gegen andere sehr aggressive Decks eine kleine Kreatur totblocken. Die ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, wollen wir auf jeden Fall zocken. Dann im 3-Mana-Bereich alles alte Karten, so alt sind die ja auch noch nicht. Die Bestie mit 5-5 fand ich einfach super solide. Außerdem die Synergie mit dem Schembler hier am Anfang, falls der Token mal stirbt. Früher haben einem manchmal die 1-1er-Kreaturen dann später gefehlt. Mit dem Schembler geht das halt ganz gut. Falls irgendwas abgeschossen wird, gibt es zumindest die 1-1er-Kreatur. Hier im 4-Mana-Bereich oder noch im 3-Mana-Bereich ein Gemraiser, geht eigentlich immer. 4-mal Questing Beast, einfach eine super gute, solide Einzelkarte, kennen wir auch. Primal Might ist unser Interaktionszauber, ist auch bekannt. Fighten und Pumpen in einem, besonders mit Farron super, super gut. Dann haben wir hier noch 2-mal die Inscription, super viel Text auf einer Karte. Ich denke, die Karte wollen wir immer kickern, aber mal schauen, ob wir die Karte überhaupt ziehen, ob wir die Karte in Aktion sehen. Hat auf jeden Fall Potenzial, müssen wir ausprobieren. Und dann die Mana Base ist halt recht typisch. Castle, Standardländer, Enklave für Bonuskarten und 2-mal Fabled Passage, eben weil wir die Lotus Cobra spielen und dann natürlich der Rest der Mana-Base jetzt hier mit Zendikar besonders stark. Wir haben hier noch 3-mal das Mammut. Wahrscheinlich werde ich in Zukunft 4-mal das Mammut spielen. Da bin ich mir noch nicht so 100%ig sicher. Ich habe natürlich alle Decks jetzt noch nicht super oft getestet. Hier das Land kommt halt getappt ins Spiel, aber irgendwie ist das halt eine super solide Karte. Generell die Decks durch diese doppelseitigen Länderkarten werden einfach super, super konstant. Und ja, hier noch 4-mal die Symbiosis. Auch super gut. Ab und zu 3 Leben bezahlen ist kein Problem. Dafür haben wir 4 relativ gute Hexereien in der Mana-Base versteckt. Also hier, sowas werden wir mit Zendikar bestimmt sehr oft sehen. Man braucht auf jeden Fall ordentlich neue Wildcards. Ich habe natürlich auch ein paar Budget-Decks für euch geplant, falls ihr ein bisschen überfordert seid hier mit den ganzen neuen Karten. Also wird auf jeden Fall einiges passieren. Ich würde aber sagen, wir sehen uns erstmal zur ersten Starthand. Wir zocken eine Runde. Viel Spaß! Willkommen zur ersten Starthand. Wir haben leider nicht den ersten Zug bekommen, aber an sich absolut in Ordnung. Vielleicht noch ein Land? Ich meine, wir haben die Cobra. Völlig in Ordnung. Entspannter Start. Machen wir den Spielstein. Erstmal schauen, was passiert. Ich bin super gespannt. Wir haben ein recht solides Deck. Mal schauen, was wir alles heute finden werden. Mill. Da lag unser Land oben drauf. Okay. Cobras am Start. Komm. Die Länder müssen reinkommen. Ansonsten haben wir halt alles. Das ist klar, wenn Länder fehlen, hat man alles andere.
Ah, mild 3 Nichtlandkarten. Okay, das Mammut wäre ein getapptes Land, aber wir wollen ein ungetapptes Land. Wäre schon besser. Direkt Questing Beast, Angriff, let's go. 42 Karten im Deck. Direkt interessanter Start. Da ist das Land. Sauber. Ja, Questing Beast gefällt mir aber am besten. Ja, auf jeden Fall. Angriff mit dem kompletten Team. Schauen wir mal. Also Cultivate. Die neue Hedron Crab. Dann bin ich mal gespannt. Uros sind wahrscheinlich auch dabei. Alles, was Mana macht. Da bin ich echt gespannt. Ob das Deck schnell genug ist? Wir hatten einen mittelstarken Start. Okay. Der neue Omnath. Optisch aber auch nice. Hier die Pomo-Variante. Noch ein Land. Jetzt erstmal schauen. Fighten sollten wir, glaube ich. Die Frage ist nur, was wollen wir alles spielen? Beziehungsweise, wie viel wollen wir fighten? Ich glaube, wir legen Farron plus einen Spielstein und machen einfach nur x gleich 1. Ich glaube, das reicht mir. Machen wir so. Da wird nichts kommen für ein grünes Mana. Ja. Und dann nächste Runde. Richtig starker Angriff. Oder auch nicht. Leute, Spiel 1 geht an uns. Super souverän. Aber jetzt noch nicht super spektakulär. Gehen wir mal sofort zur nächsten Starthand. Weiter geht's. So, was haben wir gefunden? Wir haben den ersten Zug. 2, 3 Länder. Oh ja, dann ist wirklich optimal. Die Karten sind so gut. Wie erwartet. Also was heißt so gut? Auf jeden Fall super solide. Kann man irgendwie überall zocken. Richtig, richtig gut. So, ein Innkeeper. Ich meine, wollen wir jetzt den Innkeeper fighten? Tatsächlich? Ist jetzt noch nicht so super wichtig. Die Sache ist, unsere Alternative, machen Spielstein, 2-2er Serpent, aber da kommt keine Adventure-Karte hinterher. In der Regel. Ich glaube, wir können den Innkeeper noch ein bisschen liegen lassen. Erstmal selber ein bisschen Druck aufbauen. 2-2er Serpent. Mehr ist halt noch nicht drin. Aber ich glaube, das geht. Also das könnte jetzt der Brazen Borrower sein. Wir greifen einfach weiter an. Ja. Mal schauen, ob da was kommt. Das sieht nach Brazen Borrower aus. Adventures, ein Klassiker. Ja. Das ist aber in Ordnung. Wir dürfen halt auf gar keinen Fall fighten, solange da Brazen Borrower Mana ist. Jetzt könnten wir das machen, wenn wir wollen. Oder wir legen einfach die Bestie. Ich glaube, das gefällt mir sogar noch besser. Komm, Schock. Schock. Schock für 3. Bolt. Bolt uns selber. Das ist ja das ungetappte Land. Ja, ist echt okay. Passt einfach nächste Runde dann besser. Da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen. Das Mammut ist getappt. Die Mythic ist natürlich ungetappt. Die 3 Lebenspunkte sind auch gut investiert, würde ich sagen. So, hier holen wir uns einfach die 1-1er Kreatur. Dann Pump. Ich glaube, wir machen hier nicht 3 Leben für x gleich 1 mehr. Das ist irgendwie nicht nötig. Aber den Innkeeper umgefightet, ich glaube, das lohnt sich. Auf dem Spot auf jeden Fall. So, diesmal getappt. Angriff für 8. Dennoch geschmeidig, würde ich sagen. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Adventures kann halt immer abgehen. Aber bis zum Uro dauert es noch. No, Giant von mir aus. Und jetzt spiel den Giant. Das wäre echt okay. Super okay. No, nochmal Symbiosis. Aber das ist unser Questing Beast-Zug. Dann blockt bestimmt der Giant. Und wir haben halt noch einen Questing Beast dahinter. Das gefällt mir. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht so machen. Frage ist, ja, legen wir. Bis wir da auf das Mana kommen. 7 Mana dauert, glaube ich, zu lange. Lieber hier mal eine Karte ziehen. Bevor der Giant kommt. Der Giant ist natürlich gut. Nicht ganz so gut gegen Questing Beast. Ja, doch, hier muss geblockt werden.
Brazen Borrower kann nicht blocken, kann nur Fliegende blocken. Ah, könnte reichen. Könnte reichen. Wir müssen auf jeden Fall angreifen. Schön mit Eile. Er zwingt einen Block. Das ist halt einfach super wichtig. An der Brazen Borrower. Der ist hier nicht ganz so optimal. Jetzt haben wir auch nicht mehr super viel. Ja, notfalls hier eine Karte ziehen. Ist jetzt nicht so schlecht. Gucken, was kommt. Oh, an der Stelle Escape to the Wilds. Ah, vielleicht will man mehr Brazen Borrower finden. Oh, das ist nicht wirklich was. Ah doch, Questing Beast geht. Nee, aber nicht mit 3 Leben. Brazen Borrower kann halt nicht blocken. Leute, sauber. Sauber. Haben wir. Nicht schlecht. Ja. Ah nee. Nein, 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 wir blocken auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kurz gedacht, das Ding hat auch Reichweite. Das Questing Beast hat so viele Fähigkeiten. Leute, das Spiel geht an uns. Würde ich sagen, geht sofort weiter. Auf zur nächsten Starthand. So, was haben wir? Oh, deutlich aggressiverer Start. Natürlich on the draw, nicht on the play. Aber ist auf jeden Fall ein Keep. Mal Shambler in Aktion. Ah, gegen Sacrifice irgendwie. Irgendwie so, irgendwie. Mal schauen. Jetzt gibt es ja einige neue Optionen. Hier nochmal der Shambler, falls ihr die Karte noch nicht kennt. Nochmal zur Erinnerung. Wenn Zauber drauf fliegt, auf eine Kreatur mit einer 1-1-Marke, kriegen wir dafür einen Spielstein. Auf jeden Fall eine nette Synergie mit dem Lovestruck Beast. Hat man immer genug 1-1er. Können wir auch später stärker machen. Machen wir wahrscheinlich gleich sogar. Obwohl, legen wir Farron. Mal schauen, was das hier ist. So, das ist auch noch ein Land. Das übersehe ich bestimmt irgendwann mal. Serpent für 2 eher nicht. Hm. Ja, das könnte das Removal einfach sein. Ich glaube, dann machen wir tatsächlich so. Ja. Ganz entspannt. Sagen wir go. Können wir blocken, eine Marke drauflegen. Und ich sag noch, oh, der aggressive Start. Gehen wir mal sofort in die Verteidigung. 4-5 Menace. Oh, Todesberührung Primal Might. Gefällt mir jetzt schon. Ah, wobei, ist ein Fight, aber... Ja, ist nicht schlecht. Nehmen wir mal den Shambler. Ist okay. Ist nicht schlecht. Hunted Nightmare, 4-5 Menace. Eine Bestie, okay. Ich glaube, wir brauchen das Mana hier. Ich glaube, wir tauschen auch einfach den 1... Ah, ist ein 2-for-1, den ich nicht unbedingt machen will. Aber was bleibt uns hier groß über? Wir können schon mal Farron hinterherlegen. Pumpen bringt halt nichts. Nicht so wirklich. Oder wir warten und nehmen Schaden. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Tempo raus. X gleich 0. Ja, machen wir einfach so. Dann Schock. Bolt. Was auch immer, wie wir das jetzt nennen wollen. Farron. Ja, komm, Angriff. Wenn jetzt ein Removal kommt, Angriff für 1, ist okay. Dann können wir auch wieder angreifen. Rankle. Oh. Was machen wir, wenn Rankle Sacrifice kommt? Müssen wir den Shambler opfern, so wie es aussieht. Also es kommt auf jeden Fall Sacrifice. Es kommt alles. Einmal alles. Ich glaube, die Serpent legen wir halt gegen Rankle. Da wir das Mana noch nicht haben, werfe ich mal das Questing Beast ab. Und da haben wir das Mana. Die Sache ist, Shambler ist echt gut. Na komm, ich opfer mal Farron tatsächlich. Wir müssen einfach mal die neuen Karten ausprobieren. Ich meine, die Serpent, die hat ja auch Marken. Und falls das Removal kommt, kriegen wir immerhin noch eine kleine Kreatur. Ist jetzt nicht so super schlecht. 10 Leben geht. Komm, Serpent, du musst das hier auf jeden Fall überleben. Shade, der neue Bloodghast. Ah, auch interessantes Deck. Schade. Removal ist natürlich am Start. Ja, Mono Schwarz Aggro. Auch richtig gut. Na, mal sehen. Das könnte schwer werden. Wir hatten halt leider nicht den Aggro-Start. Sofort verteidigen mit einem Aggro-Deck ist halt relativ schlecht. Ja, Rankle ist auf jeden Fall ein Problem. Scavenging Ooze vielleicht. Können wir ein paar Kreaturen fressen demnächst. Und hat halt selber auch eine Marke. Die Frage ist jetzt nur, spielen wir beides? Nicht wirklich. Ich glaube, wir machen nur den Spielstein hier.
Schön zum Opfern für Renkel. Dann die Us. Ansonsten sind wir halt in zwei Runden tot. Ist, glaube ich, nicht so der Plan. Perfekt, sagen wir go. Wir hätten schon mal was fressen können. Aber wir haben halt eine Doppelaktivierung, deswegen. Ist in Ordnung. Ah, hier, wenn Land kommt, können wir den Shade rausfressen. Ah, die Us ist richtig gut aktuell. Da kann man nichts sagen. Ich aktiviere auch jetzt mal. Im Combat. So, erstmal Shade. Mhm. Eliminate in Response. Ja, ich hätte es letzte Runde aktivieren sollen. Ah, ist nicht ganz so wichtig. Immer noch in Ordnung. Aber die Us überlebt die Sache halt nicht. Schade. Ist halt einfach super gut, die Us. Was soll ich sagen? Aber wir haben gute Kreaturen getroffen. Die Landfall-Kreatur ist weg. Nächste Runde legen wir einfach die Bestie. Ist jetzt nicht super schlecht. Wobei, wir verlieren nächste Runde. Der Top-Deck muss sitzen. Weil Renkel, ziehen eine Karte, sind wir genau tot. Komm. Fight Spell oder eine Serpent. Wir haben viele gute Karten im Deck. Das kann schon noch klappen. Hunted Nightmare. Mhm. Primal Might. Leute, let's go. Das kann schon noch klappen. Den Nightmare blocken wir dann einfach. Ist die Frage. Das sind vier, ne? Sechs Mana insgesamt. Spielen wir einfach alles aus quasi. Bestie. Können auch noch einen Schembler legen. Es reicht ja hier ein Fight. X gleich 0. Renkel muss halt weg. Der Punkt bringt ja wirklich nichts. Ja, Schembler. Schembler-Aktivierung. Ist okay. Wir haben einen schönen Doppelblock für den Nightmare. Spielen allerdings gegen vier Handkarten. Wenn da jetzt das passende Removal für die Bestie kommt, dann haben wir halt echt keinen guten Block. Und wir können halt nicht durchlassen mit vier Lebenspunkten. Ah, oh, super knapp, aber ein schönes Spiel. Wenn wir das abgeben, noch ein Renkel. Ja gut, good game. Good game. Wenn wir das abgeben, good game. Renkel. Diese Animation, das ist einfach Renkel. Auch nicht schlecht. Boah, cooles Deck aber. Richtig cooles Deck. Ich glaube, ich habe die Emotes aus. Der Klassiker. Aber ja, Renkel gewinnt das Spiel. Die fliegende Kreatur, schade. Primal Might hat da nicht gereicht. Oh, richtig gutes Spiel. Ja, good game, Leute. Wir zocken auf jeden Fall weiter. Würde ich sagen, auf zur nächsten Starthand. Die nächste Starthand, Leute. Das sieht doch mal richtig nice aus. On the play, diesmal machen wir den Agro-Start. Komm, mal gucken, was haben wir gefunden? Erstmal Forest, Schembler. Schönes Spielfeld, muss ich sagen. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Nice. So, komm. Das sieht doch nach unserem Spielfeld auch aus. Das Spiel holen wir uns. Eine Crypt. Nicht eine Crypt. Agadeems. Doch, The Undercrypt. Ist in Ordnung. Oh ja, Cobra macht die Sache allerdings noch besser. Zu zwei Cobra. Sehr schön. Wir machen nächste Runde wahrscheinlich hier Bolt uns. Untapped Land. Und dann für vier einfach eine 4-4er Serpent mit Gemraiser dahinter. Das ist okay. Aber wobei, vielleicht auch nicht. Sieht nach einer 3-3er Serpent aus. Ich glaube, die Cobra verabschiedet sich schon. Oder? Das sah sehr stark nach Removal aus. Fandet ihr nicht? Feed the Swarm. Oh, interessant. Die Cobra liegt. Okay. Von mir aus? Oh, sauber. Dann machen wir es natürlich so rum. So, grün. Serpent für 4. Schön das Bonus-Mana mitgenommen. Ich glaube, ich hätte die Cobra abgeschossen. Und kriegt ja auch noch gut Schaden. Das ist okay. Für uns mit Gemraiser. 8-8er Serpent. Freebooter. Schade. Gut, die Karte kann so ein Land klauen, so gesehen. Auch nicht schlecht. Oh, ein Mammut. Ich meine, wir greifen einfach an und legen das Mammut. Ist okay. Gucken. Wenn die Kobra stirbt, ist auch tatsächlich okay. Ist gut. Ja, legen wir mal das Mammut. Haben wir auch noch nicht in Aktion gesehen. Ich meine, wenn wir jetzt Länder ziehen, 5-5er Attacker,
5-5 sind gute Werte, finde ich. Also klar, 5-5 ist nicht wenig, aber gerade 5 Widerstand ist nicht schlecht. Gerade auf einer 3-Mana-Kreatur, das ist völlig in Ordnung. Ist halt auch ein Land. Ich glaube, da geht wirklich noch die vierte von. Die vierte Karte. Das vierte Mammut. Erstmal testen. Wobei, das Mammut bleibt liegen. Komm, schöner Attack für 5. Let's go. Schade. Nicht das Land gefallen. Doch, wir haben ja ein Land. Jetzt legen wir das auch. Auf jeden Fall. Und ich spiele es mal sehr aggressiv. Also hier für eine Marke mehr 3 Leben. Aber das ist okay, glaube ich. Nach so einem Attack, das ist echt okay. Besonders, wenn wir ein Land finden, das Mammut ist wieder 5-5 Gemraiser. Mist. Boah, wie gut die Karte ist. Komme ich gar nicht hinterher. Ich war gerade total überwältigt. Macht halt 0 Schaden. Das Ding kostet halt 0 Mana umgewandelt. Gar nicht mal so schlecht. Ja, Gemraiser macht jetzt nicht so viel. Greifen wir mal an. Kommt eh ein Removal. Murderous Rider. Ja, okay. Mit 4 Leben. Die Sache ist, wenn da jetzt genau Extinction Event kommt. Ne, wir machen nur so. Hier sind genug Kreaturen. Ha. Eine Us ist halt schlecht gegen ein einzelnes Removal. Beide sind halt schlecht, falls wir einen Mars Removal finden. Oder gegen einen Mars Removal spielen. Ich mach's aber so. Weil Us mit Marken Gemraiser geht auch wieder ganz gut. Hier ist halt ein Murderous Rider. Das gibt's doch nicht. Das passt aber sehr gut hier. Das geht natürlich. Aber wir erzwingen den Block. Wenn jetzt hier der Rider kommt, ist okay. Wir erzwingen auf jeden Fall den Block. Ich kann halt nichts von nehmen. Müssen wir alles aus unserem Friedhof nehmen. Mal sehen, ob das reicht. Doppel-Us. Ich gehe auch mal wirklich in den Endstep. Mhm. Komm schon, Deck. Jetzt fighten wäre ganz gut, ne? Fighten +3/+3. Das würde reichen. Komm, Primal Might. Schembler. Schade. Die Frage ist, legen wir den? Ich glaube schon. Ist einfach zu gut mit Us zusammen. Und ich glaube, ich lege sogar die zweite dazu gleich. Hier wird jetzt auf jeden Fall geblockt. Muss ja. Wir hätten... Ach, krass. Oh. Zum Glück haben wir die Us. Ich wollte gerade sagen, wir hätten noch die andere Us legen können. Oh, Gegner geht auf 1. Nice. Dann hätten wir nämlich hier was fressen können. Jetzt gehen erstmal die Trigger auf den Stack. Und der Murderous Rider, der gehört nämlich uns. Beziehungsweise der Us. Deswegen ist die Karte einfach so gut. Wir hätten halt hier die Us schon mal auf 3-3 machen können. Wäre halt ein bisschen besser. Wollen wir die noch legen? Ich meine, das muss Top-Deck Extinction Event sein. Spielen wir nicht drumherum. Let's go. Haben wir. Komm. Sauber, Leute. Schönes Spiel. Ja, da hören wir auf jeden Fall nicht auf. Auf zur nächsten Starthand. Und die nächste Starthand. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja nur ein Land. Nein, wir haben 4 Länder. Leider on the draw, aber ein ganz klarer Keep. Ah, hier nochmal eine neue Karte. Boah, das ist echt gut. Ja, ist nochmal ein Land. So gesehen. Starten wir aber mit Forest. Auf jeden Fall. Jetzt können wir sogar Doppelschock, Doppelbolt machen. Notfalls. Aber ich glaube, wir machen nächste Runde. Je nachdem, gegen was wir da spielen, müssen wir erstmal schauen. Getapptes Land. Noch ein Spielstein. Ich denke mal, das ist nicht Mono-Schwarz. Wegen der Passage. Ich greife mal an. Das ist doch ein Removal, oder? Da müssen wir jetzt eh nichts Teures reinspielen. Also, was heißt Teures reinspielen? Ist nicht so, als ob wir da die Option hätten. Die Sache ist, wenn das Control ist, das Mammut ist irgendwie ganz nett. Also ich glaube... Ich bezahle doch 6 Leben. Sind schon sehr ungewöhnliche Karten. So, ja. Land, Leben, noch ein Spielstein. Mal schauen. Vielleicht sind es Rogues? Ja, Tatsache. Ich habe gerade überlegt, die Farbkombination, wenn es kein Control-Deck ist, dann muss es ein Rogue-Deck sein. Ist es tatsächlich.
Dann wollen wir eventuell doch nicht so aggressiv spielen. Ah, das ist jetzt alles noch nicht so super heftig. Du bist irgendwann 3-2 Todesberührung. Das geht auch. Ein Wald finde ich sogar ziemlich gut gerade. Haben wir eigentlich einen Angriff mit den Spielsteinen? Der Schembler ist irgendwie ganz gut. Den behalten wir noch. So. Bisschen Lebenspunkte ausgleichen. Oder wollen wir die Bestie legen? Ich meine, es sind Rogues. Wir legen eine Bestie. Ist eigentlich besser als das Mammut. Save 5-5 ist schon ein bisschen besser. Ist halt kein Land auf der Rückseite. Ah, Counter. Völlig in Ordnung. Tempo-Rogues. Okay, viertes Land, drei Karten dahinter. Mill nochmal, den Jorvo. Ist okay. Ich glaube, hier warten wir einfach auf den richtigen Moment, wenn kein Countermana ist, und dann kickern wir das auf jeden Fall. Die Inscription. Auf jeden Fall gekickert. Denke ich mal. Noch ein Mammut. Warum nicht? Wollen wir erstmal schauen, was passiert? Nicht, dass da Instant Mill kommt oder so. Ja, komm, wir schauen erstmal, was passiert. Ich glaube, ich spiele einen Counter rein. Ich wollte gerade sagen, nee, ich bezahle nicht 3 Lebenspunkte, um mich hier vor zu beschützen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache hier schön. Wobei, getapptes Land, spiel mir wirklich dreimal das Mammut aus. Da muss man sich jetzt wirklich erstmal dran gewöhnen. Mal sehen. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch was mit Flash. Müssen wir jetzt herausfinden. Ich meine, ich habe noch nicht gegen Rogues gespielt. Ich habe das Deck selber auch noch nicht gebaut. Ist auch ganz neu für mich gerade, das Matchup. Ein Heartless Act. Okay. Völlig in Ordnung. Und ja, ich glaube, wir legen noch ein getapptes Mammut. Demnach hätten wir das letzte Runde machen können. Oh, gar nicht mal so schlecht. 2-3 Flying, quasi ein Lord. Gar nicht mal schlecht. Gegen Mill werden wir nicht verlieren. Wir werden eher irgendwann umgetreten. Ein Angriff für 6 ist auch nicht schlecht. Unser Mana war halt ein bisschen komisch. Wobei, so schlecht war das gar nicht. Vielleicht habe ich irgendwie Karten in der falschen Reihenfolge gespielt. Sehe ich dann in der Nachbearbeitung. Aber komm, Cobra, Moment, ist das ein Counter? Müssen wir spielen. Mama Cobra, Land, Mammut. Wir müssen halt einfach vom Tempo was rankommen. Komm, Mammut! Jetzt nicht gecountert werden. Jetzt haben wir keinen Mana mehr. Also wenn jetzt ein Counter kommt, also wenn da einer ist, dann jetzt. Nein! Okay. Ja, angreifen können wir leider immer noch nicht. Die Sache ist, ich glaube, mit der Cobra blocken wir hier die Enforcerin. Dann 4 Schaden in der Luft immer. Na, fliegende Kreaturen. Das Problem hatten wir heute schon mal. Brazenborrower. Okay. Wir müssen irgendwie Tempo reinholen. Ein Fight Spell würde ich auch nehmen, um hier so einen Flyer abzuschießen. Oder einfach mal eine schöne Serpent. Hier, gegen wenig Handkarten. So 5-5 Reach ist doch ganz nett. Was, 6-3 Menace? Oh, 3 Mana, 6-3 Menace. Ein Uncommon, gar nicht mal so schlecht. Und sonst immer 3 Mana, 3-3 Menace. Das geht ja, das geht gut klar. Das Deck spiele ich auf jeden Fall nämlich auch noch. Symbiosis. Wir müssen halt echt Druck aufbauen. Vielleicht wollen wir jetzt doch fighten. Ah, die Sache ist, mit Menace. Ah, das packen wir nicht so richtig, ne? Das wäre nächste Runde ein bisschen besser, weil wir eine stärkere Kreatur halt natürlich hätten. Wollen wir das riskieren? Und wie blocken wir dann? Ich meine, wir haben Doppelmammut. Man war Token, Mammut auf die Rogue, Cobra hier drauf. Puh, das wird aber knapp. Das wird sehr knapp. Aber okay, versuchen wir es mal. Ich glaube, dieses Spiel habe ich zumindest nicht unnötig Schaden hiervon genommen. Also ich glaube, alles okay. Trotzdem, die fliegenden Kreaturen werden ein Problem. Wir brauchen eigentlich ein Land und dann machen wir uns 5 Lebenspunkte oder noch mehr damit. Aber ja, ich glaube, das ist der Plan. Wenn der Top-Deck jetzt nicht super, super gut ist, haben wir noch eine Chance. Wird auf jeden Fall knapp, würde ich sagen. Ja, müssen wir Go sagen. So, 6 Mana. Das ist halt echt gut.
Zwei Marken, Bonusleben und ein Fight. Scavenger, du bist auch ein Rogue. Oh, das ist ziemlich gut. Was machen wir denn jetzt dagegen? Oh, das Rogue-Deck. Das sieht aber auch richtig ordentlich aus. Na gut. Es bleibt halt alles so. Ah, hier ist das Land für den Trigger. Ja, besser wird's irgendwie nicht, ne? So. Wie ist das Wording? Target Creature. Ah, die Sache ist, wir müssen auf jeden Fall einen Mammut für den Scavenger opfern. Kriegen wir ein bisschen Leben? Das ist ein bisschen sehr knapp, aber was wollen wir machen? Wir haben jetzt hier nicht so die Auswahl. Wähle bis zu drei. Ja, alle. Auf jeden Fall. Du kriegst einmal die Marken. Wir hätten gerne die Lebenspunkte. Und du fightest Scavenger um. Ja, ein Angriff für sieben in der Luft eher nicht. Gute Karte. Aber auch das Rogue-Deck ist halt ziemlich gut. Hat auch gute Karten. Ziemlich ausgeglichen. Aber wir sind ein bisschen hinten. Mal sehen. Ist alles noch machbar. Die Effekte. Richtig gut. Die Inscriptions gefallen mir alle echt ganz gut. Ist okay. Gehen wir auf 9. Das ist echt okay. Die Sache ist, wir können immer noch aktivieren, doppelblocken, doppelblocken. Das Mammut greift an, glaube ich. Ja. Wir müssen ja irgendwann das Spiel gewinnen. Da war ja was. Ich würde hier auf gar keinen Fall blocken. Ist halt ein easy Block an der Stelle, weil man Todesberührung hat. Aber ist cool. Ist eine Kreatur, die uns nicht angreift. Das ist okay. Ich glaube, der Trade ist echt okay. Weil die 4-2er-Kreatur müssen wir auch blocken. Ja. Und jetzt können wir hier mit Cobra, mit der Cobra und einem Spielstein nämlich doppelblocken. Ist nicht schlecht. Das Problem ist, wir kriegen 4 Schaden und dann verlieren wir nochmal nächste Runde gegen den Brazen Borrower mit den Flyern. Also, wir können uns da nicht wirklich rausziehen. Das ist das Problem. Das Spiel ist leider irgendwie vorbei. Aber abwarten. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Karte. Das Deck ist so neu. Questing Beast wäre es auf jeden Fall nicht gewesen. Ja, den Block machen wir so, oder? Ja. Ja. Aber ja, hier. 4 plus 4. Der Brazen Borrower kriegt ja auch nochmal plus 1. Und ist auch Rogue. Oh, das Deck gefällt mir echt. Sieht stark aus. Gutes Dimir-Tempo-Deck. Lange nicht gehabt. Und Rogues. Ich warte die ganze Zeit, dass der Kreaturentyp mal so richtig spielbar wird. Das werden wir sowas von auch zocken. Oh, das ist natürlich bitter. Top-Deck, Combat-Trick. Oh. Das hätte man aber auch eventuell vorher spielen können hier, ne? Aber gut, wir hätten halt nächste Runde eh verloren gegen die Flyer. Wir schauen uns noch die oberste Karte an. Und dann machen wir noch ein kleines Spiel, würde ich sagen. Oh, das war heftig. Der Strike war richtig heftig. Ja, hier können wir activaten, aber es gibt nichts im Deck, was uns irgendwie hier das Spiel gewinnt. Hier ist noch genau Brazen Borrower-Mana. Super cooles Spiel, muss ich sagen. Richtig gut. Bestie ist stark, nicht stark genug. Leider, leider. Ich will noch eine Karte ziehen. Nur die Infos holen. Nur die Infos holen. Leute, schade. Hätten wir was anders machen können? Ich glaube nicht. Die Lotus-Cobra. Schade. Aber ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja, wie gesagt, da machen wir auf jeden Fall noch eins. Auf zur nächsten Starthand. So, was haben wir gefunden? On the draw, natürlich, ist aber ein Keep. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Shambler, Serpent. Dann wahrscheinlich das Mammut. Machen wir hier aus dem Land. Das ist in Ordnung. Oh, Mirror Match zum Abschluss. Vielleicht. Mal sehen. Inscription. Nice, immer gut. Na, erstmal abwarten. Auf jeden Fall Serpent. 2-2. Dann wahrscheinlich Bolt, Mammut, dann ziehen wir noch ein Land. Questing Beast ist ja eigentlich ein super Start. Us. Oh, ja, kommt uns irgendwie bekannt vor. Irgendwie will ich blocken. Ich glaube nicht, dass wir Zeit haben, das hier zu aktivieren. Ein 1-1er rausnehmen. Ich glaube, ich mache das tatsächlich. Tausch mal ausnahmsweise eine volle Karte gegen eine halbe Karte.
Also gegen die Spielsteinseite der Bestie. Aber ich glaube, das ist okay. Vielleicht wollte unser Gegner das machen, um hier die Us zu aktivieren. Aber ich glaube nicht. Ich meine, man kriegt einen kostenlosen Angriff dadurch. Ich zwinge unseren Gegner jetzt nicht hier zum Aktivieren. Das ist mir zu schlecht. Und dann die Serpent verlieren. Ja. Alles in Ordnung. Ja, Mammut läuft. Ich bin mal gespannt, ob eine 1-1er-Kreatur am Start ist. Wahrscheinlich. Sonst hätte man das wahrscheinlich nicht so gespielt. Aber wer weiß. Komm, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Wir kriegen einmal nicht 5 Schaden. Ziehen wir schön das Land, greifen selber für 5 an. Questing Beast dazu. Oh, die Ramme. Oh, das ist übel. Removal plus Spielstein wäre das Schlimmste. Nee, oh, das ist okay. Das ist okay. Ja, blocken können wir nicht. Hier kommt wahrscheinlich noch die Aktivierung. Frisst unser Mammut. Oder Schembler, völlig egal. Ah, nicht der stärkste Start für uns. Aber Land. Land ist sehr wichtig. Ich will jetzt hier nicht unbedingt die Karte spielen. Ja, zocken wir das Questing Beast. Ja, ich mache auch den Angriff. Bevor hier die 1-1er-Kreatur gefunden wird. Also entweder machen wir 4 Schaden umsonst oder der Trade ist okay. Nee, nice. Das ist Optimalfall gewesen. Jetzt haben wir theoretisch hier einen Blocker. Theoretisch. Ah, das ist ein Instant. Oh, gegen noch einen Ram-Through sterben wir halt auf jeden Fall. Hätte ich mal nichts gesagt. Ja, wobei. Vielleicht. Das ist natürlich hier sehr gut. Können wir 8 nehmen? Ja. Autsch. Aber ich glaube, ja, wenn wir nämlich ein Land ziehen. Oh, es ist genau das Castle. Das macht es noch besser. Statt einer 5-5er Serpent, die 6-6er Serpent. Jetzt darf nur nicht sowas wie... Wobei, unser Gegner spielt bestimmt kein Primal Might. Oder? Ich behalte mir mal sicherheitshalber die Serpent zurück. Wir haben doppelt die Ramme gesehen. Dann kommt ja wohl kein Primal Might. Und das ist gut. Wenn wir das nächste Runde kickern können, mit einer 8-8er Serpent, das bringt uns wieder ins Spiel. Die Inscription, die kann uns das Spiel hier noch gewinnen. Ist knapp. Sehr knapp. Ich meine, vielleicht kommt hier Castle auch eine Serpent. Ich weiß nicht genau, wie das Deck aussieht. Wir haben keine Karyatiden. Und ich glaube, wir haben halt wirklich Primal Might statt der Ramme. Komm, 6. Ist bestimmt eine Serpent, oder? Das ist natürlich der Gem Razor. Oh nein! Okay, das ist die Karte, gegen die wir auf jeden Fall verlieren. Das packen wir nicht. Jetzt müssen wir blocken. Oh, schade. Ja, Gem Razor ist ja quasi ein Removal. Castle war gut. Gem Razor ist eindeutig der bessere Konter. Ja, wir müssen blocken. Gem Razor trampelt. Nein, was ist denn jetzt noch? Kommt noch was? At Instant Speed für 2. Ah, nur die Us-Aktivierung. Okay. Moment, das passt genau. Punktlandung. Punktlandung. Unfassbar. Aber ich sag mal so. Ich meine, Leute, zum Abschluss, wir hatten auf jeden Fall ein paar gute Spiele. Die letzte Runde, Monogrün hat auf jeden Fall hier gewonnen. So kann man es ja auch einfach drehen. Waren aber wirklich richtig gute Spiele. Ja, Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch auch gefallen. Ein bisschen Spaß gemacht, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Denkt an den Daumen hoch, wäre wie immer richtig nice von euch. Ich saß hier auch ganz oft vor dieser, genau dieser Nachricht. Ich musste gefühlt 2-3 Minuten jedes Mal warten. Aber wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Runde. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auf die neuen Decks. Ihr dürft wie immer auch gerne Feedback in die Kommentare posten. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.